Bist du so richtig glücklich oder geht da noch was? Hier ist die ganzheitliche Paragraphen-Sylvia, also nee, die Paragraphen-Sylvia aus Hennef, die ganzheitliche Familienanwältin, die lösungsorientiert arbeitet und einen Mehrwert hat. Kennst du meine Schlüssel zum Glück, die Videos, wo ich so mich darüber ausgelassen habe, was denn so richtig, richtig glücklich macht oder was mich so richtig glücklich macht? Ich kann ja immer nur von mir sprechen. Da gibt es eines, das dreht sich um das Thema Dankbarkeit. Und ich wollte das heute mal vertiefen, indem ich richtig höchstpersönlich Danke sage, höchstpersönlich aber per Video, weil ich finde, das sollte noch richtig, richtig breit getreten werden. Habt ihr auch so Menschen in eurem Leben, die einfach so still vor sich hin wirken und was sie tun, ist einfach einzigartig, weil niemand anders könnte das so machen? Und so wie die das machen, könnte das schon gar niemand machen. Und die haben mehr dein Wohl im Auge als ihr eigenes. Und die ermöglichen dir Dinge, also die ermöglichen dir einfach Träume zu realisieren. Bei mir ist das so vor, ich weiß gar nicht mehr, vor 4 Jahren. Eins, zwei, drei, ja. Dreieinhalb Jahre, vor 3,5 Jahren. Nee, ich muss anders anfangen. Dieses Jahr im Mai habe ich mein erstes Seminar am Bodensee gehalten und während ich das gemacht habe, ist ein guter Freund von mir verstorben und ich habe die Nachricht bekommen, beziehungsweise vorher war das schon, aber ich habe da die Nachricht bekommen und das war echt nicht schön. Mit dem war ich, den habe ich über die Arbeit kennengelernt und dann ist es ein richtiger Freund geworden, der Reinhard Pelschinski. Und ja, der ist viel zu früh verstorben im Mai. Und durch den, mit dem habe ich nicht nur Dinge erlebt, sondern der hat auch Menschen in mein Leben gebracht. Und dadurch bleibt er immer bei mir, denn einer von diesen Menschen, die er in mein Leben gebracht hat, ist der, dem ich jetzt Danke sagen möchte, nämlich dem Roland. Der macht mein Leben so bunt und reich und mit Strahlen, weil er, durch ihn ist es möglich, dass ich mein mit kleinerem Budget, als man das vermuten sollte, meinen Traum vom doppelten Auto, vom Cabrio für den Sommer und von trotzdem einem vernünftigen Auto im Winter realisieren kann. Habt ihr auch so Menschen in eurem Leben, die mehr an sich denken? Nee, mehr an andere denken als an sich selbst, die gar nicht wissen, was sie für dich wert sind oder die, die es nicht annehmen wollen und die einfach immer nur geben und da sind und ja, manchmal hat man das Gefühl, man kann ja auch nicht genug zurückgeben, aber ich habe inzwischen, hat mir das Leben beigebracht, ich muss nicht immer alles da zurückgeben, wo es herkommt und ich muss auch nicht, ich kann da, wo ich hingebe, kommt es meistens auch nicht zurück, sondern wir sind alle eins und das ist alles eine große Masse. Ich wollte hier einfach mal die Gelegenheit nutzen und dem Roland meinen aufrichtigsten, tiefsten, strahlendsten Dank sagen, dass er mir möglich macht, meinen Autotraum zu leben. Autofahren, mit schönen Autos fahren ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich mache es einfach furchtbar gerne. Und da könnte ich ein größeres, deutlich größeres Budget für einsetzen, muss ich aber nicht und kann trotzdem zufrieden durch die Gegend brummen mit meinen zwei Teilen. Und ich bin so, so dankbar, jeden Tag, wirklich jeden Tag, dass das möglich ist. Das wollte ich hier mal sagen und vielleicht kann ich euch inspirieren, auch mal so bescheidene Menschen hochzurücken vor die Kamera.
in die Welt, mal zu sagen, ja, ich bin dankbar. Ohne dich wäre mein Leben so traumhaft schön nicht möglich. Vielen Dank, lieber Roland, und ganz, ganz viele andere, die auch in meinem Leben so dazu beitragen. Aber den wollte ich jetzt gerade heute mal loswerden. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Wochenende mit dem, ist ja verlängertes Wochenende, mit dem Feiertag am Dienstag. Und ja, macht's gut und lasst euch immer gerne inspirieren von mir. Eure Paragrafen Sylvia aus Hennef.